Der Zeppelin, erfunden in Friedrichshafen am Bodensee. Die erste Fahrt des Luftschiffs war am 2. Juli 1900. Doch nach drei Fahrten wurde diese wegen Geldmangels eingestellt. Im August 1908 wurde eine 24-stündige Dauerfahrt mit 12 Personen gestartet. Die Fahrt im August führte zu Motorproblemen und dann zu einer Zwischenlandung. Ein Gewittersturm riss den Zeppelin dort von der Verankerung und es wurde durch einen Brand schließlich alles vollständig zerstört. Den Zeppelin erfunden hat Ferdinand von Zeppelin. In ganz Deutschland nahm man Anteil und eine Spendenaktion wurde ins Leben gerufen. Diese brachte mehrere Millionen Mark ein. Davon wurde dann die noch heute bestehende Zeppelin-Stiftung und die Luftschiffbau Zeppelin GmbH gegründet. Das erste Schiff absolvierte dann 1910 7 Fahrten mit insgesamt 212 Passagieren. Es folgten zahlreiche weitere Zeppeline, die gebaut oder abgefragt oder zerstört wurden. Am 4. März 1936 starben 35 Menschen beim Brand der Hindenburg. Bis heute fliegt der Zeppelin aus Friedrichshafen um den Bodensee.